Und bei mir ist der Fidan Aliti, der heute von Anfang an gespielt hat, wieder zusammen mit dem Remo Freuler, wie schon gegen Sion. Ja, Fidan, der Sieg hier daheim, wie gut tut das gegen den FC Zürich? Sehr gut. Zuerst einmal Dankeschön an die Zuschauer, die heute vorbeigekommen sind, die uns so kräftig unterstützt haben. Ich denke, ohne die Zuschauer hätten wir das nicht geschafft. Und es hat wirklich auf jeden Fall eine Mannschaftsleistung gesehen und es tut auf jeden Fall sehr gut. Heute 15'000 Zuschauer, kann man sagen, heute 12. Mal gewesen, das Publikum. Auf jeden Fall. Bei jeder guten Aktion sind wir voll dabei gewesen und das hilft unglaublich viel und auf jeden Fall ein Dankeschön. Jetzt ist der Rückstand auf Zürich 4 Punkte gewesen. Jetzt ist es nur noch ein Punkt, jetzt sind wir dort vorne wieder dran. Ja, auf jeden Fall. Wir haben von Anfang an gewusst, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder voll dabei. Wenn wir verlieren, hängen wir ein bisschen hinter drei und sind wieder im Mittelfeld. Aber das haben wir nicht wollen und durch eine Mannschaftsleistung und ein kämpferisches Spiel haben wir es geschafft. Du sagst, Kämpfer sind von Anfang an 100% bei der Sache gewesen. Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben? Es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat man es vor dem Spiel gespürt, dass jeder für den anderen will gehen und einfach sein Bestes will geben und durch den Kampf vor allem ins Spiel will gehen. Okay, Gratulation Fidan Aliti. Merci vielmals, schönen Abend. So heute also der Fidan Aliti und dann haben wir auch noch den Goalschütz bei mir. Bei mir ist der Dimitar Rangelov. Dimi, herzliche Gratulation zum Sieg. Dankeschön. Ich muss mich auch bedanken von unseren Fans. Ich bin ganz glücklich, dass unser Stadion nicht ganz voll war, aber trotzdem eine sehr gute Stimmung. Wir haben gekämpft, genau dafür, die Leute hier auf dem Stadion glücklich zu machen und natürlich ganz wichtige 3 Punkte für uns zu gewinnen. Beschreibe das Tor, die Situation. 30 Sekunden vorher hat David Zibung gerettet und der Gegenstoß dann das 1-0. Wie hast du das erlebt? Ja, ich habe meinen ganz guten Pass gesehen und ich habe einfach gelaufen. Ich wusste ganz genau, was ich machen muss. Und zu meinem Glück, ich habe das sehr gut gemacht und mit diesem Tor, wir haben gewonnen. Was bedeutet dieser Sieg? Wie gut tut es? Sehr gut. Und Ich bin sehr glücklich, dass wir auch die gute Serie von FC Zürich gestoppt haben und, wie gesagt, unsere Fans glücklicher machen. Noch eine Frage, die Fans interessiert das natürlich. Dein Vertrag läuft aus. Wie sieht das aus? Gibt es eine Möglichkeit, dass du vielleicht nächste Saison trotzdem noch hier spielst? Ich werde nur sagen, dass ich glücklich hier bin und wir haben noch 2 Monate. Wir werden sehen. Okay, jetzt mal feiere mal schön und Gratulation zum Sieg und zum Tor. Danke, Dimitar Rangelov. Danke, alles Gute. So, also der Goalschütz zum Siegesgoal ist es am heutigen Nachmittag, der Dimitar Rangelov. Und wir wollen das Spiel auch noch analysieren. Wir machen das mit dem FCL-Assistenztrainer Tommy Wies, hier in wenigen Augenblicken.